Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus. Wir sind am Start und heute geht es um alles. Heute geht es um die Meisterschaft. Heute geht es um den Titel in der Premier League. Momentan 6 Punkte Vorsprung vor Man United. Die haben aber 2 Spiele weniger und wir haben heute noch 2 Spiele vor uns, in denen ja alles entschieden wird gegen Leicester City und gegen Watford. Keine so schwierigen Gegner. Arsenal ist beispielsweise noch einer der Gegner von United. Das heißt, wir haben unsere Chancen, aber das wird trotzdem alles andere als einfach. Nächste Episode, dann das Pokalfinale gegen den FC Liverpool um den FA Cup. Da ist United also nicht reingekommen. Unfassbare Episoden, die uns hier erwarten werden. Wir werden das zweite Spiel nachkommentieren, das erste Spiel gegen Leicester live kommentieren. Und ich würde sagen, wir simulieren da mal hin. Erstmal schicken wir unsere Jungs nochmal ins Training und da haben wir immerhin gutes Ergebnis bei Jimenez. Kovalenko ist auch in Ordnung, aber Abraham und Rulli, naja. Das geht so. Wenn es euch übrigens gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, zeigt uns, dass wir die Meisterschaft holen sollen und lasst vor allem für die Chancen und eventuell später für die Meisterschaft einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Code Max Gaming TV und dazu selbstverständlich auch noch zu meinem Merchandise und zu meinen Social Media Links. Wir haben hier einmal die Pressekonferenz und wir verunsichern Leicester City vor dem letzten Spiel, vorletzten Spiel der Saison. Und passenderweise meldet sich Sergio Busquets vorm Saisonfinale einsatzbereit. Gegen Leicester wollen wir noch nichts riskieren, aber gegen Watford ist das sehr, sehr wichtig. Freunde, United hat nur unentschieden gespielt gegen einen ihrer beiden Gegner. Wir haben momentan 2 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir können mit einem Sieg hier alles aufs letzte Spiel pushen, beziehungsweise wenn United verliert, sogar mit einem Sieg die Meisterschaft schon klar machen. Auf geht's. Rein geht's ins Etihad. Wir haben kein schönes Wetter. Es ist April, meine ich, in England. MCI, oder Hashtag MCILEI. Und wir spielen gegen den Meister der Vorsaison. Das heißt, es wäre natürlich genial, wenn wir heute gegen ausgerechnet diesen Verein Meister werden könnten selber. Das Wetter ist allerdings nicht sonderlich meisterlich. Manchester City, bestes Team, was die Abwehr angeht. 5 Gegentore weniger als City und allgemein die beste Abwehr der Liga. Das ist, nach dem, was wir teilweise so gesehen haben, eigentlich verwunderlich. Wir spielen mit Rulli, Kimmich, Boateng, Jimenez, Bernat, Thiago, Carrasco, Sterling, De Bruyne, Sergio, Kun Agüero und Kelechi Iheanacho. Das heißt, es gibt nur eine Änderung und das ist eben Agüero anstelle von Tammy Abraham. Claudio Ranieri, der Coach der Foxes. Mal sehen, was er so auf den Platz gebracht hat. Ich habe da gerade schon einige Gesichter gesehen, die ich nicht kenne, beziehungsweise nicht zuordnen konnte. Aber das muss ja nicht zwingend was heißen. Zieler, Simpson, Paulo Oliveira, Hut, Fuchs, Mahrez, Amatei, Mendy, dazu Musa, Slimani und Vardy. Also richtig starkes Team und vor allem ist Schmeichel nicht mehr da. Und ausgerechnet mein mit Lieblingskeeper auf diesem Planeten, Robert Zieler, den wir da schon sehen, der seine Mannschaft einschwört, steht im Kasten. Gegen den Meister werden, fühlt sich irgendwie falsch an. Sterling, die erste Chance. Das wäre natürlich jetzt gewesen, wenn wir direkt nach 3 Minuten geführt. Aber leider Gottes noch nicht der Führungstreffer. Kimmich auf dem Vormarsch. Schöner Ball auf Yannick Ferreira. Carrasco! 1:0! Konter ausgespielt über unsere beiden Youngster. Schön von Kimmich, der da eiskalt geht. Der perfekte Pass in den Lauf von Carrasco und der bleibt vor Zieler eisekalt. Das brauchen wir mal. Wir müssen Leicester gleich wissen lassen, dass wir da sind. Boateng mit einer guten Grätsche. Carrasco, gutes Tackling. Sehr schön. Und jetzt wieder der Konter über De Bruyne. Ah. Oh, hier Nacho. Nachdem De Bruyne da nicht rankommt mit der Hacke nochmal, wäre ein geiles Tor geworden. Oh, Iheanacho ganz, ganz stark. Hier muss er nur noch vorm Ausbewahren. Das macht er auch. Sehr schön. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Weil es ist keiner mit aufgerückt. Jetzt De Bruyne im 16er. Zu knapp. Schönes Tackling von Bernat. Und wieder rollt die Maschinerie nach vorne über Raheem Sterling. Aber es läuft mal wieder keiner mit. Jetzt Bernat auf der Außenbahn. Oh, was für ein Pass auf unseren Spanier gegen Simpson. Aber es ist keiner in der Mitte. Deswegen kann ich noch nicht direkt flanken. Jetzt könnte ich flanken. Agüero am zweiten Pfosten. Aber die Flanke war ja mal unterirdisch scheiße. Schöner Ball auf Carrasco. In der Mitte ist De Bruyne. In der Mitte ist De Bruyne. Kommt auch ran, aber nicht genug Druck hinterm Ball. Zieler ist da. Dürfte gleich Halbzeit sein. Wir führen mit 1:0 gegen Leicester City. Und das ist mehr als verdient, denn wir sind das klar bessere Team. Boateng nochmal mit einer unglaublichen Balleroberung. Das ist richtig gut. De Bruyne aber dann mit der schlechten Ballannahme. Und jetzt dürfte doch langsamer Halbzeit sein. Nein, Schiedsrichter ist immer noch laufen. Und jetzt ist Halbzeit. 1:0 Führung, wie gesagt. Es ist hoch verdient, wie gesagt. Und wir müssen so weitermachen, wie gesagt. Und dann gewinnen wir hier die Meisterschaft. Iheanacho, die Latte rettet Zieler. Schöner Versuch.
Das wäre natürlich zur zweiten Halbzeit jetzt auch der perfekte Start gewesen. Hier hat Mahrez. Oh, Gottes Willen, was ist das denn, ey? Oh, Gott! Da greift ihn da keiner richtig an. Keiner sieht die Not und dann ist die Lücke frei. Und natürlich haut er den so rein. Scheiße. Was für ein Scheißpass war das denn bitte? Ja, Ranieri kann zufrieden sein. Wir bisher leider Gottes nicht, weil dieser Ausgleich uns natürlich so ziemlich alles zerstört. Ja, Zeichen setzen von Jimenez. Das war in der Situation sehr notwendig, finde ich. Wir stellen um auf 4-2-4 mit vier Offensiven. Zwei Flügelspielern, zwei Stürmern und Kovalenko, also auch noch zwei Zehnern im Mittelfeld. Wieder ein langer Ball auf Sterling, der diesmal besser. Sieht gut aus, Sterling. Ah, Mann! Aber wir sind doch nur... Ich stehe auf sehr offensiv. Es ist keiner vorne außer Sterling. Warum? Och Mann, FIFA, lass mich doch hinspielen, wo ich will. Wieso sollte ich den kurz spielen? Der war lang auf Carrasco gedacht und das hat jeder von euch gesehen und weiß jeder von euch. Gott sei Dank, Alter. Wardi verzieht. Aguero, Iheanacho! Da ist es! Da ist das 2-1. Gerade umgestellt auf komplett offensiv, nur noch mit Dreierkette. Abraham eingewechselt, extra nochmal als Zehner hingestellt und dann ist Iheanacho da und macht das 2-1. Aguero mit der Vorlage und dann passen sie einmal nicht richtig auf. Und den macht natürlich Iheanacho klasse rein. Zieler chancenlos. Oh mein Gott, was für eine Parade von Rulli. Wäre das das Tor geworden, ich hätte gekotzt. Gott sei Dank, es ist vorbei mit der Übeltäterei. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Wir gewinnen gegen Leicester City. Eminent wichtiger Sieg, wenn wir die Meisterschaft holen wollen. Iheanacho mit dem Tor Nummer 2, Carrasco mit Tor Nummer 1. Vardy vergibt kurz vor Schluss die Riesenchance. Jetzt kommt es drauf an, wie United gespielt hat. Vielleicht sind wir schon Meister. Kimmich war auf jeden Fall mit seiner Vorlage sehr beteiligt. Noch haben sie nicht gespielt, denn wir haben das Eröffnungsspiel gehabt an diesem Nachmittag. Erstmal Training und dann werden wir sehen, wie Manchester United gespielt hat. Ergebnisse sind nicht so geil. Gar nicht eigentlich. Manchester United hat nur unentschieden gespielt. Wir sind Meister der Premier League 2016-2017. Ist das ein geiles Gefühl? Dafür loben wir natürlich unser Team. Gegen Watford wird es die Meisterfeier geben. Das letzte Spiel der Premier League Saison 2016-2017. Manchester City zu Gast an der Vicarage Road beim FC Watford. Und es war ein emotionales Spiel für MGT und den gesamten Club Manchester City. Die Meisterschaft gegen den direkten Rivalen Manchester United bereits vor diesem Spiel klargemacht. Durch die Punktverluste, durch das letzte Unentschieden von Manchester United hatte man einen Vorsprung ausgebaut von 4 Punkten, der uneinholbar für die Red Devils war und dementsprechend konnte man sich hier und heute vollkommen aufs Feiern konzentrieren und die nächste Meisterschaft nach 2012 und 2014 gebührend in Empfang nehmen. Wir sehen nochmal das Tableau am letzten Spieltag, bessere Tordifferenz und dazu 4 Punkte Vorsprung. Keiner hätte es gedacht nach den letzten so schwachen Wochen von Manchester City, aber auch die anderen hatten federn lassen und dementsprechend MGT in seiner ersten Saison in England direkt mit seinem ersten Meisterschaftstitel. Watford mit Muslera, Janmaat, Prödel, Kabul, Kabasele und Hollebas, dann Berami, Doucouré, Capoue, Igalo und Stefano Okaka. Fünferkette also bei Watford, die dieses Spiel definitiv noch ernst nahmen. Anders sah das auf der anderen Seite aus, wobei wir natürlich nicht darüber werten wollen, ob City das Spiel ernst nahm. Auf jeden Fall war es nicht das Stammpersonal, das hier von Anfang an in der Partie ja rangeschickt wurde, sondern es war eine klare B11 zu erkennen und vor allem Spieler, die den Verein eventuell nach etwas längerer Zeit zum Teil verlassen würden. Wir schauen einmal auf die Aufstellung von Manchester City. Bravo, Zabaleta, Kompany, John Stones und Alexander Kolarov. Davor Touré, Carrasco, Nolito, David Silva und vorne in der Sturmspitze Tammy Abraham zusammen mit ja, Sergio Kun. Aguero. Also eine starke Elf, gar keine Frage, aber definitiv nicht die A11. Es war nicht der Hauptfokus, dieses Spiel zu gewinnen. Es war der Hauptfokus, sich schon mal feiern zu lassen und die Meisterschaft bzw. den Pott dann im Endeffekt nach 90 Minuten entgegenzunehmen. Etienne Capoue, den haben wir hier im Fokus.
den zentral-defensiven Mittelfeldspieler, aber mittlerweile auch fast torgefährlichsten Spieler von Watford, Kevin Friend, pfifft die Partie an und wir werden auf jeden Fall eine interessante Anfangsphase hier erleben und Etienne Capoue wird dabei eine gewisse Hauptrolle zuteil werden. Wir springen rein in die ersten Minuten und Manchester City macht das wie gewohnt, wartet kurz ab, was der Gegner macht und geht dann energisch auf den Ballführenden. Allerdings klappt das hier nicht so ganz. Odion Ighalo mit dem Ball auf Capoue, gerade angesprochen, guter Ball auf Stefano Okaka, der bringt den rein, ganz, ganz schwach geklärt auf den Fuß von Etienne Capoue, der trifft nur den Pfosten, aber der Nachschuss ist wieder bei Capoue, 1:0, früher Führungstreffer für den FC Watford und das durch den französischen Jungnationalspieler, ehemaligen französischen Jungnationalspieler. Wunderbare Aktion von Stefano Okaka, der den Ball ins Zentrum bringt, dann ganz, ganz schwach geklärt von der Defensive der Citizens. Der Ball geht an den Pfosten, Bravo kann da nichts machen und Capoue nutzt seinen eigenen Abstauber ab zum 1:0. Also ganz, ganz früh die Führung und die Fans natürlich begeistert davon. Drei Versuche hatte es gebraucht von Capoue und der dritte Schuss hat dann endlich den Weg ins Netz gefunden. So konnte es natürlich aus Sicht der Hornets gerne weitergehen. Allerdings wollte City das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, denn auch wenn man quasi davon ausgegangen war, dass man dieses Spiel einfach nur mit ein bisschen Zelebrieren zu Ende bringen würde, verlieren wollte man doch recht ungerne. In der Anfangsphase sah es aber ganz danach aus. Nächste Situation, Odion Ighalo. Das wäre beinahe die nächste Situation gewesen. Dann der Fehler und wieder Etienne Capoue, der es versucht. Diesmal aber knapp am Tor vorbei. Claudio Bravo muss nicht eingreifen. Und dann kam City erstmals nach vorne. Ball erhoben von Iheanacho gegen Pröde. Gegen die Fünferkette kamen sie selten durch. Und auch hier macht Sebastian Pröde, der Ex-Bremer, der österreichische Nationalspieler, seinen Fehler wieder gut. Dementsprechend weiterhin 1:0 für die Hornets und City hatte jetzt die Gelegenheiten. Carrasco mit der nächsten allerdings wieder gut abgeblockt von der Defensive. Ja, die Hornets standen hinten sehr, sehr sicher. Watford ließ so gut wie gar nichts zu im eigenen Stadion und City biss sich so ein bisschen die Zähne an dieser Defensive aus. Nolito mit einem schönen Volleyversuch. Das war ästhetisch sehr ansprechend. Allerdings muss man sagen, man merkte, dass einigen Spielern hier die Spielpraxis fehlte. Beispielsweise einem Kolarov oder beispielsweise auch einem John Stones, der ja zu Anfang der Saison gesetzt gewesen war, dann aber ja so gut wie verdrängt worden war von Jimenez und Boateng und der hier öfter mal Lücken ließ, genauso wie sein Nebenmann Vincent Kompany, der zuletzt öfter gespielt und öfter jetzt Meisters gekommen war, allerdings bei weitem nicht mehr der Leistungsträger wie in den vergangenen Jahren war. Watford hätte mittlerweile 2:0 führen müssen, aber auf der anderen Seite gab es dann die nächste dicke Gelegenheit. Nach 35 Minuten Carrasco mit dem Ball an den Pfosten und City hatte dadurch jetzt wieder so ein bisschen Mut gesammelt, nachdem sie eine lange Phase hatten, in denen gar nichts nach vorne ging. Foul im zentralen Mittelfeld von Cabasele, der belgische Nationalspieler, mit dem Tackling da gegen David Silva. Und das ist eine sehr interessante Freistoßposition für Kolarov, der sich eventuell im Sommer verabschieden wird aus Manchester. Aber dieser Freistoß in die Mauer nicht gefährlich. David Silva dann nochmal und da steht Agüero. Irgendwie war so nicht das richtige Durchkommen in der Abwehr der Hornets zu finden. Carrasco mit der Ecke in die Mitte geschlagen und da steht Vincent Kompany. Guter Kopfball, aber Muslera, der ehemalige Torhüter von Galatasaray Istanbul, schon mit Champions League-Erfahrung ausgestattet, kann diesen Ball relativ locker halten. Wir springen in die zweite Halbzeit, da passierte lange, lange nichts, bis zur 70. Minute eigentlich keine richtigen Chancen. Wir sehen hier im Mittelfeld einfach nur Geplänkel, wir sind in der 60. Spielminute und das sah alles andere als vielversprechend aus. Immer wieder Fehlpässe im Spielaufbau von City, immer wieder Fehlpässe im Spielaufbau der Hornets. Es war ein lauer Sommerkick und das war auch der Charakter dieser Partie. Hier die 67. Minute, Bravo mal wieder mit einer Aktion, schießt hier im Endeffekt den gegnerischen Stürmer an, Ball geht aber ins Aus, von dem her keine Gefahr. 78. Minute, nochmal Watford vor dem gegnerischen Kasten, aber Bravo ist da. Und jetzt gibt es eine interessante Kontersituation für Manchester City, die Hornets zumindest ein bisschen aufgerückt, die Fünferkette nicht mehr ganz so stabil. Aber wieder der Ballverlust von David Silva, es sollte nicht so wirklich sein, nochmal Balleroberung, Yannick Ferreira Carrasco. Spielt dann raus auf Tammy Abraham. Abraham, der versucht es alleine. Guter Versuch, Muslera ist da. Das war die gefährlichste Aktion in der zweiten Halbzeit von Manchester City bis zu diesem Zeitpunkt. Es gab dann nochmal ein paar Wechsel, unter anderem Kamara Touré. Auch einer, der sich im Sommer eventuell verabschieden könnte. Aber in den Mittelpunkt rückt ein anderer. Und zwar Sergio Busquets. Das zweite Tor der Saison hatte er gemacht für Manchester City. Das letzte machte er hier nicht in der 88. Minute. Scheitert da am Querbalken. Glück für Muslera in dieser Situation. Und jetzt kam Watford nochmal nach vorne. Denn City stand sehr offensiv. City stand sehr, sehr luftig und hier haben sie Glück, dass Bravo da ist, klären das Ganze aber ganz, ganz schwach. Tammy Abraham hier mit dem Ball in die Spitze, ganz schwach, De Bruyne kommt nicht ran, Pröde mit dem Ball auf Doucouré, der Franzose auf Roberto Pereira, Isaac Success wird gefoult, ist aber egal, sie spielen weiter, Roberto Pereira im 16er, 2:0, Nachspielzeit und Watford mit dem zweiten Tor in dieser Partie. Den City-Fans ist mittlerweile schon egal, die feierten schon die Meisterschaft, aber für die Watford-Fans natürlich nochmal ein sehr schöner Abschluss dieser Saison.
Die Hornets im Endeffekt im Mittelfeld der Tabelle zu finden, hat mit dem Abstiegskampf wenig zu tun. Und dementsprechend ist das auch ein schönes Finish, gegen den Meister am letzten Spieltag nochmal 3 Punkte einzufahren. Das war schwach verteidigt von City. Isaac Success wurde hier gefoult. Und dann auch ein bisschen Glück, dass die Abwehr absolut depositioniert dasteht. Und Bravo kann in der kurzen Ecke dann nichts mehr machen. Es war egal. Manchester City mit dem 2:0 im Endeffekt gut bedient nach den Chancen, die Watford hatte. Aber trotzdem mit dem, wie gesagt, nächsten Meistertitel nach 2012 und 2014. Der erste Titel für MGT in seiner Trainer-Ära bei Manchester City. Und der zweite Titel steht ja noch aus. Es gibt ja theoretisch noch die Möglichkeit, im Pokalfinale des FA Cups gegen den FC Liverpool den zweiten Titel und somit das Double zu holen. Für den Moment sind die Spieler aber selbstverständlich mehr als zufrieden. Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Pablo Zabaleta, Yannick Carrasco, Sergio Busquets, Sergio Kun Agüero, John Stones, alles Leistungsträger in dieser Saison, wenn auch teilweise nur zeitweise. Und wir wollen gar keine vielen Worte mehr verlieren, sondern verabschieden uns von den Highlights dieser Partie, verabschieden uns von der Saison 2016-2017 aus der Premier League und lassen Manchester City und MGT ihren Moment. Vincent Kompany, der Kapitän, und der wird den Pokal in die Höhe stoßen.